Liebe Gebetsgemeinschaft von Österreich betet, dieser Mittwoch fällt auf den 6. Dezember. Das ist der Nikolaustag, ein besonderer Tag am Beginn der Adventszeit. Die Adventszeit hat immer auch den Charakter des Neuen ein bisschen, obwohl es auch etwas Gewohntes ist. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, sich wirklich auf den Advent einzulassen. In letzter Zeit haben wir manchmal Menschen gesagt, du, es ist nicht mehr so wie früher. Irgendwie, ja, es ist nicht mehr so. Vertrauen ist irgendwie vieles verloren gegangen. Manches, das selbstverständlich war, ist es nicht mehr. Oder denken wir zum Beispiel an die Welt der Medien. Da gibt es die sogenannten offiziellen Medien, wo man spürt, es geht nicht mehr um Wahrheit. Es ist alles so einheitlich und es wird den Menschen etwas aufgedrückt. Und im Gegensatz dazu gibt es die alternativen Medien, wo man eben andere Standpunkte erfährt. Manche meinen auch, es gibt einen gewissen Verlust an Empathie. Oder eben auch, es geht in vielem nicht mehr wirklich um die Wahrheit. Es ist irgendwie ein seltsamer Zustand. Und man könnte auch die Frage so stellen, hat sich Gott aus der Welt zurückgezogen oder haben wir Gott aus der Welt sozusagen hinausgeworfen? Ist der Mensch jetzt sich selbst überlassen? Wird der Mensch jetzt sozusagen Opfer seiner selbst, von Dynamiken, die er selbst auslöst, in Gang bringt oder eben auch dann vielleicht nicht mehr im Griff hat? Es gibt so etwas, wie mir neulich eine Anruferin sagte, das Phänomen der Ohnmacht. Ich glaube, dass das manche Menschen, natürlich nicht alle, aber doch viele Menschen spüren eine Art Ohnmacht. Und die Frage ist, wie gehen wir mit so etwas um? Das Wichtige ist, dass wir die Dinge sehen. Es gibt auch viele Dinge, ich denke auch an kirchliche Entwicklungen zum Beispiel, die die Folge von Entwicklungen sind. Auch zum Beispiel die Folge davon, dass man Propheten mahnende Stimmen einfach überhört hat und ganz stur, blind einen Weg gegangen ist und jetzt zeichnen sich Folgen ab, die eigentlich vorhersehbar waren. Beim Phänomen der Ohnmacht ist es dann wichtig, dass man sie auch einmal annimmt, dass man einfach zur Kenntnis nimmt, es ist jetzt so, und gleichzeitig wirklich auch sagt, das ist jetzt der Kairos, ganz auf den Herrn zu setzen. Auch dann, wenn die Ohnmacht scheinbar bleibt, wenn man nichts spürt, nichts erfährt, sich trotzdem wirklich ganz auf Gott stützen. Und das beste Beispiel ist für uns natürlich Maria, die Mutter Gottes. Ich möchte wieder hinweisen, dass im kommenden Jahr wieder angeboten wird, eine Statue der Marcella, der Zeller Gnadenmutter zu bekommen für eine Gebetsgruppe, für eine gewisse Zeit, die man sich jetzt schon anmeldet. Maria ist hier das beste Beispiel für die Annahme der Ohnmacht. Maria, die mit Johannes unter dem Kreuz steht, das war die äußerste Ohnmacht und im Durchgehen durch diese Ohnmacht ist dann eigentlich das große Ostergeheimnis entstanden, die Auferstehung des Herrn. Und deswegen ist uns Maria hier ein ganz großes Beispiel, die wichtigste Wegbegleiterin. Am Mittwoch ist auch das Fest des heiligen Nikolaus und ich denke, der heilige Nikolaus kann uns auch einen wichtigen Impuls geben, gerade für diese Zeit. Der heilige Nikolaus wird immer dargestellt als der Güte, der Gütige. Sein Wirken wird mit der Güte verbunden. Ich habe einmal ein Buch gelesen über die Güte, ein sehr interessantes und wertvolles Buch, wo es einfach darum geht,
gute Gedanken zu fassen, gute Worte und gute Taten. Besonders wichtig, denke ich, sind die Gedanken, dass wir Menschen viele gute Wünsche haben an andere Menschen. Man kann jedem Menschen, dem er begegnet, etwas im Stillen wünschen. Man kann Menschen mit Worten aufbauen und gute Taten setzen. Jeden Tag als Gelegenheit betrachten. Und wir sollen das tun, trotz der gegenwärtigen Situation oder vielleicht gerade deswegen oder eben darum, weil jeder gute Gedanke, jeder gutes Wort, jede gute Tat ist wirklich ein Same. Ein Same, der aufgehen wird. Wann? Das überlassen wir getrost Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Adventszeit. Ich wünsche euch viele gute Gedanken, Worten und Taten. Ich danke schön.